Das Team der SV Gunter Matti Gret macht Stimmung auf der Westtribüne. Der Grund dafür, der neue Vereinssong mit dem klingenden Titel SV Ried, unser Liebe, unser Leben. So eine eigene Vereinshymne, wenn ich mal so sagen darf, ist, glaube ich, super. Es ist wichtig, dass sich nicht nur der Verein und oder die Mannschaft damit identifiziert, sondern auch, dass die Fans ins Boot geholt werden. Ich glaube, das ist extrem wichtig und ja, ich hoffe, dass so ein Ohrwurm wird und dass jeder im Stadion mitsingt. SV Ried! SV Ried! Unser Liebe, unser Leben! Wie von Marcel Ziegel angesprochen, wurden die Fans aktiv in die Songgestaltung mit einbezogen. Die Idee ist vom Präsidium gekommen. Mit der Umsetzung wurde die Innviertler Band Rotspuren beauftragt. Aber ohne Fans im Rücken geht bei der Spielvereinigung wenig. Also für uns war das ganz wichtig, dass wir die Fans mit einbinden, weil die sind einfach immer in Kontakt mit der ganzen Sportvereinigung, mit der SV Ried. Und die wissen, was einfach oder warum das eigentlich auf der Tribüne stehen und für den Verein so leben. Und deswegen war das für uns ganz wichtig, dass wir da einfach die Fans mit einbinden, was für Schlagwörter sollen in den Text drinnen sein. Und das war wirklich eine super Sitzung, was wir da gehabt haben. Und da sind Sachen gefallen, die was mich eigentlich überrascht haben. Was da reinkommen sollen und was für Sachen nicht reinkommen sollen. Beim Dreh für das noch folgende Musikvideo wurde der Mannschaft die neue Vereinshymne frisch abgemischt zum ersten Mal präsentiert. Auch wenn der Funke nicht gleich übergesprungen ist, je öfter das Lied für den Dreh angespielt wurde, desto ausgelassener sind die Dreharbeiten schlussendlich geworden. Wer die Gifte ist der Witzer, hey! Hey! Wer die Gifte ist der Witzer, hey! Unsere Performance war jetzt eigentlich schon, ich würde sagen, von uns aus gesehen relativ gut. Jetzt, ja, vielleicht nicht so wie am Platz, aber wir haben unser Bestes gegeben, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Relativ gut ist relativ untertrieben, auch wenn sich noch kein Sänger hervorgetan hat. Beim Einstand, wie wir gehabt haben, hat sich der Kracker Matthias hervorgetan. Also der ist mir sehr musikalisch vorgekommen und aus dem kommt dort noch was werden. Bis es aber soweit ist, übernehmen die Rotspuren den Gesang für die neue SVR-Vereinshymne. Es gibt ja viele, viele Lieder für Fußballvereine. Ja, das andere das sind Balladen, das andere ein bisschen rocklastiger. Ich würde schon so ein Lied machen, das was einfach schwungvoll ist. Ja, da wo die Leute mitklatschen können, da wo man einfach eine Dynamik spürt im Song. Und das war einfach mir sehr, sehr wichtig. Ja, ja, ich glaube schon schlicht und wie die zwei schon gesagt haben, auch glaub, einfach zum Mitsingen und schnell mal erorben, wenn man sie ein paar Mal anhört. Und das, glaube ich, soll das Wichtigste sein, dass dann im Stadion alle mitsingen können. Mhm. Aber du kennst die Viertler, wird er ihnen gefallen, den Fans? Ich glaube schon, auf jeden Fall. Und ich glaube, da wird er mitgesungen. Präsentiert wird der neue Song beim Cup-Viertelfinale. Und bis zum 4. Februar wird es dann auch eine Stadionversion geben. Ich werde noch hoffentlich mit den Technikern zu reden kommen, dass ich weiß, was da drinnen steht, was für Anlage da drinnen, wo das abgespielt wird. Dann werden wir das auf da herinnen perfektionieren, auf den Sound herinnen. SV Ried, unser Liebe, unser Leben, das erste Mal in der Josko Arena zu hören am 4. Februar. Ankick zum Spiel gegen Austria Klagenfurt im Unica ÖFB Cup Viertelfinale ist um 19.20 Uhr. Karten und weitere Infos gibt's auf der Website svried.at.